Am 4. September hat das Liedforum alle interessierten Bewohner der Lied und des Goldgrundes eingeladen, gemeinsam auf die Suche zu gehen. Wie soll unser Stadtteil in Zukunft sein? Was brauchen wir, um hier in unserer vertrauten Umgebung möglichst bis ins hohe Alter bleiben zu können? Der Vorsitzende des Liedforums, Peter Greinert, begrüßte zunächst die Gäste und skizzierte die Aufgabe des Abends. So, im Namen des Liedforums und der Stadt Paderborn heiße ich Sie hier im Pfarrzentrum auf der Lied herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich, dass so viele gekommen sind, denn das zeigt, dass sich schon viele von euch mit dem Alltag beschäftigt haben und sich vielleicht fragen, was wird da sein? Kann ich hier wohnen bleiben? Bin ich noch in der Lage, die täglichen Anforderungen des Lebens zu meistern oder muss ich vielleicht ins Alter sein? Möglichkeiten zeigt das Projekt Wohnen im Quartier, welches wir schon Anfang Januar hier auf der Lied vorgestellt haben. Und im Rahmen dieses Projektes findet heute hier diese Veranstaltung Ideenwerkstatt Generation Lied Jung und Alt auf der Lied statt. Ja, die Lied hier in Paderborn gilt ja als ein junger, lebendiger Stadtteil. Ein lebendiger Stadtteil sind wir hier sicherlich, denn das große Interesse an der heutigen Veranstaltung hier ist eigentlich der beste Beweis schon für die Lebendigkeit auch dieses Stadtteils. Jung sind wir hier aber nur noch relativ, denn die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner über 60, über 70 und ältere wird von Jahr zu Jahr größer hier auf der Lied. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den kommenden Jahren hier ansteigen, die älter sind. Die Angebote für ältere Menschen, die nicht mehr erwerbstätig sind, gibt es hier im Stadtteil bisher recht wenig. Und wenn Menschen Hilfe brauchen, weil sie nicht mehr alles alleine schaffen, zum Beispiel Rasenmähen, Schneeschippen, Glühbirnen mal wechseln oder vielleicht auch den Gang zum Arzt oder zur Apotheke, so braucht man eigentlich einen Nachbarn, ist angewiesen auf Nachbarn. Aber was ist, wenn die Nachbarn fehlen oder wenn die Nachbarn selber nicht mehr in der Lage sind, anderen zu helfen? Diplom-Soziologin Jutta Stratmann ist Geschäftsführerin der Fachberatung für Sozialplanung und Bürgerengagement in Dortmund. Sie moderierte den Abend zielgerichtet und doch unterhaltsam. Zunächst präsentierten Studierende der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Bielefeld die Ergebnisse ihrer aktuellen Befragung von Bewohnern der Lied. Kurz gesagt, wer auf der Lied wohnt, möchte hier gerne auch bleiben. Aber es gibt natürlich noch Wünsche. Bürgermeister Michael Dreyer hörte aufmerksam zu, was die Vertreter anderer Initiativen vorstellten. Nachbarschaftshilfe in Büren, Wohnpatenschaften für Jung und Alt und das Mehrgenerationenhaus der AWO in der Leostraße. Ja, genau. Also was mir nochmal so auch aufgefallen ist, dass gesagt wurde, also die Nachbarschaft funktioniert hier eigentlich wunderbar, gerade bei den Älteren auch, aber eben so Nachbarschaftshilfe. Hier werden die Menschen ja auch älter, auch wenn dieser Stadtteil noch nicht so alt ist, oder überaltert werden an anderen Stellen älter. Und die Förderung der Nachbarschaft, die Förderung eben auch des bürgerschaftlichen Engagements. Da wurde für gesagt, wir brauchen auch Begegnungsorte, wir brauchen auch Unterstützung, wir brauchen auch eine Anlaufstelle. Gibt es da so von Ihrer Seite auch Möglichkeiten, sage ich mal, so etwas auch hauptamtlich mit zu unterstützen? Weil das ist ja Ehrenamt, also wunderbar, das liegt da Forum und hier, wir sind alle begeistert. Aber gibt es auch so Möglichkeiten, sag ich mal, hauptamtliche Ressourcen oder eine Anlaufstelle hier so auch mit zu unterstützen? Eindeutig ja. Also Herr Krams kümmert sich bei uns schwerpunktmäßig um das gesamte Thema ehrenamtliches Engagement, insbesondere auch so im Seniorenbereich, aber auch für alle Generationen. Und ich bin, das haben Sie zu Beginn gesagt, jetzt so seit gut 2 Monaten in der Verwaltung. Diese Tage wurde gesagt, vor 100 Tagen bist du gewählt worden. Also am 25. Mai, Sie wissen das, war die Kommunalwahl, aber seit dem 23. Juni bin ich jetzt hier in der Verantwortung des Bürgermeisters vor Ort. Und das möchte ich ganz deutlich unterstreichen, dass wir hier eindeutig zur Verfügung stehen und auch Personal mit einbringen, auch Räumlichkeiten mit einbringen können. Wir haben hier das Jugendzentrum Number One, wo eine entsprechende Räumlichkeit zur Verfügung steht, die wir Ihnen auch zur Verfügung stellen würden. Und zum Beispiel an Vormittagen, ich denke, das können wir alles im Detail ab. Dann ging es in die Pause. Nach so vielen Beiträgen waren dann die Anwesenden gefragt. Sie ordneten sich verschiedenen Themen und Aufgaben zu und bildeten Arbeitsgruppen, die hoffentlich in der Zukunft wertvolle Arbeit leisten. Diese wurden dann mit den geplanten ersten Schritten vorgestellt. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Tschüss.
Schon Anfang Oktober werden die Arbeitsgruppen wieder eingeladen, um ihre Projekte weiter zu planen. Vorreiter ist die Arbeitsgruppe Imageverbesserung, zu der auch unser LiedTV gehört. Aufgabe: Gutes tun und darüber berichten. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Alles Gute von hier aus und denken Sie daran, was immer auch kommt, machen Sie das Beste daraus.